Familie Putz, wir sind Familie Putz, wir sind Familie Putz, wir sind Familie Putz. Stefan, Claudia und Tom, das ist Familie Putz. Stefan, Claudia und Tom, das ist Familie Putz. Oh, welches Geschenk des Himmels fällt mir da denn in die Arme? Keine Sorge, Junge, ich mag dich schon. Sag mal, mein Junge, sind das denn alles deine Freunde? Ja, das ist meine Schulklasse. Aber erzähl mir doch mal, wie du eigentlich heißt. Der Tom ist runtergeflogen und hat verloren. Was ich hab mich gehalten. Er ist geflogen. Ja, das ist Nikolaus. Voll auf das denn nicht? Was? Nikolaus? Da gibt's keine Geschenke für dich. Und jetzt, das ist doch. Sag einmal, Niklas, spielst du eigentlich? Ja, du mit dem armen Tom? Ja, eh. Ich habe ja nicht gewusst, dass der ehrwürdige Nikolaus da steht. Ja. Sonst hätte ich sowas natürlich nicht gesagt. Das war ein Spruch eigentlich. Sind's gute Kind, sind's böse Kind? Ja, ich bin ein ganz gutes Kind. Das war doch nur ein kleines Späßchen. Das hat sich aber nicht so ein kleines Späßchen zwischendurch, Eva, sprechst. Außerdem spricht man nicht dazwischen, wenn Erwachsene sprechen. Da werden keine Geschenke für dich in meinem Sack sein. Das wollte ich nicht. Ich glaube, der Niklas hat sie nicht so gemeint. Ja, hören Sie auf die Lotte. Oder Tom, ich bin nicht die Lotte, ich bin die Marie, aber ist ja egal. Nein, ich glaube nicht, dass er so gemeint hat. Oh mon Dieu, was ist denn hier passiert? Was ist denn hier passiert? Wie? Herr Direktor, Sie sehen schon, was hier passiert ist. Nur Sie alleine sind schuld. Was ich? Jetzt hört euch auf, ich spreche denn mit dem Direktor, bitte, meine Kinder. Das ist wirklich wahr, was da gesagt wird. Das ist sowieso eine Frechheit. Herr Direktor, wieso haben Sie uns erlaubt, dass Sie mit dieser Rutschen? Hä? Ich habe gar nichts gesagt. Ja, aber alle haben es doch gehört, oder? Oder Tom? Aber es stimmt wirklich. Ich bin vorhin nachfragen gegangen und Sie haben gesagt, wir dürfen fahren. Weil, ja, und Sie haben vorhin auch was anderes angehabt und Sie waren bloßfüßig. Was? Ich hab mich gar nicht umgezogen. Und, ich hab dir das niemals erlaubt. Das muss ich da hören, Herr Direktor? Sie erlauben kleinen Kindern mit diesem wilden Gefährt zu fahren. Nein, das war mein Bruder. Das hört der Nikolaus aber nicht gerne. Und dann die Schuld noch auf arme Brüder abschieben, die nicht mal hier sind. Na, natürlich ist er hier. Ja, wir haben doch nur gefragt. Der Bruder ist schon da. Der Bruder. Hallo, Direktorchen. Bruder. Ja, genau. Wer sind Sie, wenn man fragen genau darf? Genau, den habe ich noch. Das ist der Direktor, den ich nachgefragt habe. Ja, genau, meine Kinder. Ich bin der Direktor. Aber was ist denn eigentlich, wenn ein Scheiß sagt, der da im Weg herumliegt? Der Putzfrau, die hier im Park ist, der muss mal den ganzen Müll herumrennen. Und dann Männer, die sich verkleiden da. Also wie schauen Sie aus? Nikolaus nicht sehr oft, mir scheint es, wie Sie ein Kind waren. Nein, Nikolaus war nicht. Was muss man da hören? Was höre ich da? Du hast den Kindern erlaubt, mit der Schaukel zu fahren. Bist du wahnsinnig? Du hast dich als Rolle vom Direktor ausgegeben. Natürlich, ich bin ja auch ein Direktor. Wie du. Ich schaue gleich aus wie du, deswegen bin ich auch ein Direktor. Bist du wahnsinnig? Jetzt haben wir sterben können. Was für ein verrückter Tag. Ach, bin ich froh, wenn wir wieder zu Hause sind. Ich sehe, reiche mir meinen Stab. Ich muss hier einen bösen Jungen vermöbeln. Hier, mein ehrwürdiger Nikolaus. Du dich deiner gerechten Strafe entziehen. Warte nur. Nein, ich war immer ein braver Junge, das stimmt nicht. Bruder, hier, sag's ihm. Mein Gott sei Dank ist das noch einmal gut gegangen. Das stimmt. Aber Tom, steht 1-0 für mich. Wir können jetzt rück nochmal hutschen gehen. Ich bin, ja, aber jetzt ist kein Nikolaus der dich auffangt. Ich hab gesagt, ich soll gar nicht hutschen. Mir ist das viel zu gefährlich. Nein, diese Aufregung, ich halte es nicht mehr aus. Ich überhol mich gleich selbst beim Reden. Ja, genau. Mein Papa, das ist Herr Direktor, dann, der lässt mich nie mehr mitfahren auf so einen Schulausflug. Ja, es tut mir wirklich leid, dass das passiert ist. Und ja, das nächste Mal passe ich dir lieber. Wieso haben Sie auch so einen komischen Bruder an? Also vor lauter Aufregung habe ich jetzt schon so einen Hunger. Aber wann kriegt man endlich was zum Essen? Ja, im Hotel ist dort eine Überraschung. Eine Überraschung für uns? Eine Überraschung hatte ich schon lange nicht. Ui, endlich eine Überraschung. Dann lasst uns schnell ins Hotel laufen. Eine tolle Nikolaus Überraschung. Ich habe jetzt sowieso genug von diesem Vergnügungspark. Ja, der ist viel zu blöd und gefährlich. Los, schnell ins Hotel laufen. Los geht's. Überraschung, es hat geheißen, es gibt eine Überraschung. Ja, wir wollen die Überraschung sehen. Wir wollen endlich die Überraschung sehen. Ich fahre mit euch nirgends drin, das ist ja immer zum Schämen. Wenn die Erwachsenen sprechen, kriegt ja keiner. Also,
Zum Abschluss ihres Urlaubs haben wir eine kleine Überraschung für euch im Esssaal. Bitte folgt. Ui, ui, da ist der Nikolaus also, noch einmal. Haben Sie den blöden Mann schon verprügelt? Herr Nikolaus? Ja, nein, das habe ich natürlich nicht. Das war doch nur ein Spaß. Außerdem ist er mir zu schnell gelaufen. Ich als alter Mann komme da nicht mehr so schnell hinterher. Aber jetzt sagt mal, Kinder, sind Sie gute Kinder oder sind Sie böse Kind? Nur gute Kinder, ja, soweit das Auge nur reicht. Nur gute Kinder, gell, Tom? Ja, ja. Das habe ich mir schon gedacht. Das steht auch so in meinem Büchlein drinnen. Aber jetzt sagt mal, Kinder, gute Kinder können auch ein schönes Lied für den Nikolaus singen. Könnt ihr das auch? Ja, ja. Ja, ja, mein Papa hat mir das Lied beigebracht. Ja. Das können wir ganz toll singen. Ja, dann lasst doch mal hören, bevor ich euch eure Geschenke gebe. Okay. Nun, Kinder, wer möchte denn hier beginnen zu singen? Lasst uns Mond unter sein und weg von Herzen freuen. Lustig, lustig, tralalala. Bald ist Nikolausabend da. Bald ist Nikolausabend da. Oh, das war wunderschön. Na, da werden wir schauen, ob in meinem Sack doch etwas zu finden ist für euch. Die Familie Butz hofft, dass euch dieses Abenteuer im Hotel Knarz gefallen hat. Und an dieser Stelle auch ein großes Dankeschön ans Hotel Knarz, dass wir den Namen verwenden durften und das Hotel und so weiter. Und ja, ich bin der Nikolaus und ich muss jetzt auch schon weiter zu anderen braven Kindern, die es hier noch gibt. Aber bevor ich es vergesse, wenn euch das Video der Familie Butz gefallen hat, dann lasst ihnen gerne ein Like da. Beziehungsweise könnt ihr sie auch gerne abonnieren. Oder hier rechts oben ein altes Video der Familie Putz anschauen. Also dann, ich muss mich jetzt beeilen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.